Moin Leute, Seppel hier und willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Wir sind hier jetzt in dieser zweiten City Rolnica angekommen und müssen nach der Roggenlieferung suchen. Was kann ich für dich tun? Ich wurde darum gebeten, nach einer Roggenlieferung Ausschau zu halten. Jawohl. Das ist besorgniserregend. Was ist passiert? Ich habe schon gestern mit meinem Paket losgeschickt, hätte längst dort ankommen sollen. Es gab nie irgendwelche Schwer auf dem Weg. Irgendwas muss passiert sein. Oh. Gut, dann gehe ich jetzt den Typ suchen. Ja, also ich suche jetzt den Typ. Gibt es da noch andere Quests? Das jetzt nicht. Dann gucken wir mal aber noch, was für Ladies hier am Start sind. Radomira. 24. Malvina, okay. Erwina. Also gucken wir uns mal. Die ist die jüngste. Ich hasse es, wenn das Wetter meine Arbeit behindert. Schlamm bremst mich ein, die Kälte lässt mich niesen und die Hitze sorgt dafür. Oh. Gut, ich sage doch hier alle das Gleiche, oder? Das Kommen des Frühlings ist. Ja, okay. Es ist leicht für mich, das Vertrauen anderer zu geben. Sie wissen, dass ich eine sehr zufällige Freundin bin, die außerdem auch nicht. Oh je. Für Feldarbeit. Okay, die. Boah, glaube ich, taugt nichts. Handwerkerin. Handwerker weiß auch, wie man gut kocht. Nach Dünger und Tieren im Stall. Ah, schlecht in dieser. Wanderer. Okay, die kann angeln. Schon mal gut. Zum Hacken und Schürfen. Also. Ja, was soll's. Okay, da ist die Quest jetzt. Gehen wir danach vielleicht mal nach Dolnica noch weiter. Wobei, was kann die uns, die Irma? Zeig mir deine Waren, Irma. Dung. Ja, komm. Vom Met. Keine Ahnung, verkaufen wir mal zwei. Hafer Ale. Zwei weg damit. Ja. So. Haben wir gleich mal ein bisschen Geld gemacht. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt. Jetzt gehen wir erstmal diesen Arbeiter von ihm zu suchen, der irgendwo verloren gegangen ist. Ah, es zieht sich schon. Dieses Rumgelaufe zieht sich, das nervt mich auch. Jetzt haben wir schon den Tag, zweite Tag im Frühling fast durch. Gut, mir hätte auch der Frühling wahrscheinlich länger machen können. Das wäre tatsächlich die Frage, ob man dann ein paar Tage hochgeht. Auf der anderen Seite haben wir dann wahrscheinlich auch relativ schnell die ganzen Quests hier am Start. Ich meine, weißt du, hier hätte man eine Quest. Denika hätte man Quests. Die schaffe ich halt nur alle nicht in einem Frühjahr. Also in drei Tage. Das wäre halt das Einzigste, wo es Sinn machen würde. Aber was soll's. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den finden. Also am besten mal die Straße entlang. Und dann müsste er ja wahrscheinlich irgendwo da rumlungern. Bloß wo? Das müssen wir jetzt mal schauen, ne? Ah, ist der außer Atem, Mensch. Tipp, 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 tipp. Zieht sich dann doch. So. Können wir noch so ein paar von den Speisemorcheln mitnehmen. Keine Ahnung, ob wir die irgendwann mal brauchen können. So, also jetzt sind wir gleich da. Jetzt müssen wir mal Ausschau halten, ob wir irgendwelche Dinge da haben.
Wahrscheinlich ist das dann auch nur, weil hier das Gebiet losgeht. Also spontan sage ich jetzt mal, sieht man jetzt hier noch nichts. Da wäre der Wagen. Aber den haben wir ja vorhin schon geplündert. Wir erkennen jetzt hier gerade gar nichts. Da sind ja nur Zweige. Genau mittendrin. Da wird er überfallen sein, wird er sein. Aber dann muss ja doch hier irgendwo Zeug verstreut liegen haben. Das kann man mir doch nicht erklären, dass jemand überfallen wird und ich jetzt hier einfach alles absuchen soll. Also da müsste er irgendwo, keine Ahnung, sein Karre, eine Tasche. Ah, da ist wieder ein Karre. Steine, Eisenerz, das nehmen wir mal mit. Knüppel können wir verkaufen. Stein, Stein, Stein. Stock. Mehr ist hier nicht. Ah, guck mal, da hinten sitzt ja einer. Gott, durch Zufall. Ah, da ist jetzt alles Blut. Ach Gott, hätte ich hier entlang latschen sollen. Ja, come on. Ah, das ist schon eine komische Wegführung. So, bitte hilf mir, ich bin schwer verletzt. Gut. Ich wurde angegriffen, Hust. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Okay, das stimmt hier. Nimm das Paket, wenn du willst. Nur bitte hol Hilfe. Nimm das. Es soll zumindest etwas gegen die Schmerzen helfen. Was soll ich ihm jetzt geben? Breitwegerig, drang des schnellen Heilens. Na, das hier. Plus 20, bin schon auf dem Weg. Versuche es. Gutes geht. Ja, also. Leb wohl, jetzt kann ich ihm gar nichts mehr geben. Blöd nur, hä? Jetzt sind wir hier irgendwo im Nirgendwo, dann kürzen wir jetzt mal durch den Wald ab. Also jetzt sind wir wirklich die ganze Folge, schrägstrich ganze Jahreszeit nur im Gegner am Rumlatschen gewesen. Gut, aber wahrscheinlich ist das die Story des des Spiels, dass es hier einfach dazugehört. Oh, armes Kaninchen, aber ich nehme mal mit. Fleisch können wir später schon gebrauchen und den Pelz, ach Gott, zappelt das noch. Das ist cool gemacht von der Animation her, also da gibt es gar nichts. Also rein grafisch betrachtet gefällt es mir. Muss ich sagen, also Spielgefühl, es macht Laune. Auch wenn ich immer ein bisschen meckern nebenbei. Es macht echt Laune. Oh, das ist so ein scheiß Schwein. Hauen wir mal ab davon. Ich will ja nicht kämpfen. Ja, also ich meckere da dann schon ein bisschen über das Spiel. Weil das mich stört jetzt tatsächlich gerade diese Laufwege. Und die Logik vom Hausbau in Kombination mit meinem Taschenplatz. Weil, wie gesagt, wenn ein Brett halt, keine Ahnung, 10, 12 Kilo hat. Sorry, kein Brett. Ein Holzstamm. Wenn das halt ein paar Kilo hat, dann stört es mich schon, wenn es einfach Ewigkeiten dauert. Dass ich quasi gefühlt nur ein oder zwei Bäume fällen kann. Also quasi, was waren das? 6 Holzstämme rauskrieg und dann quasi jedes Mal hinlatschen muss, das ist schon arg nervig. Weil da bist du ja Ewigkeiten beschäftigt, nur mit dem Material transportieren und vor allem, wenn du dann dazu sorgst, dass du dann immer noch zu wenig auf der Hand halten kannst und alles wegschmeißen musst. Das ist ein bisschen blöd gemacht,
wie gesagt, vielleicht löst sich das im späteren Verlauf, dass man da irgendwie einen Träger, das wäre jetzt meine einfachste Lösung, dass ich, keine Ahnung, wie so ein Holzfäller nachher habe im Dorf. Dann habe ich dazu vielleicht irgend so ein Warelager, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann wäre es cool, wenn es dann irgendwie wie so Baumeister gibt, dass man einfach dann quasi so eine Blaupause hinlegt und die Bauer das dann einem. Oder ja, vielleicht einfach auch, dass man selber bauen muss, aber halt dafür quasi Träger, die dann Material rankarren. Das wäre auch für mich eine Alternative, die ich gut finde. Aber warten wir es mal ab, ob es kommt. Es gibt auf jeden Fall noch einiges herauszufinden, so würde ich es jetzt mal sehen wollen. Auch vor allem, wie man dann die Warnketten, ob die so einfach funktionieren, also wie wir da hinkommen, dass die das produzieren, was wir da alles haben wollen. So, die steht jetzt wieder in dem Ding da drinnen. Ja, der Typ war es nicht da. Fels im Straßengewinn, er ist angegriffen worden und braucht Hilfe. Gott, ach du Schande, ich muss sofort. Ich habe ihm etwas mitgegeben, er sollte es schaffen. Okay. Du bist unbezahlbar, aber Aktien bietet dir noch einige Minuten. Danke, mach's gut, der Arbeiter. Wollen wir, dass die gut über mich reden? Ja, komm, der Arbeiter. Du bist ein wahrer Held. Ich wünsche dir alles Gute. Jawohl. Boah, 300 Reputation. Gut, wer weiß, ob man die nicht anders auch bekommen hätte. Wer weiß das schon? So, an die gute Dame. Sitzen da jetzt andere dabei? Malvina immer noch. Radomira. Und Agnes. Ah, 14. Erwina. Was machen denn ihr? So, lad schon mal wieder zurück, oder? Eine andere Quest gibt es hier jetzt gerade nicht. Nö. Ja, das ist viel zu teuer. Ah, 470, vergiss es, ey. Vergiss es. Das ist ja fast mein ganzes Einkommen für das, dass der da mich da in der Gegend rum chauffiert. Also, no. Never, never, never. Viel zu teuer. Oder vielleicht bisher noch keine Möglichkeit gefunden, viel Geld zu verdienen. Wäre ja auch eine Option, dass es nicht an dem Geld, das man verbraucht, liegt, sondern einfach an dem Einkommen. Müssen wir einfach mal im Blick behalten, würde ich sagen. 1212 Meter, aber das ist tough. Das ist wirklich tough da. Ja. So, dann rennen wir jetzt da mal wieder rüber. Kann der schon wieder nehmen. Das ist auch etwas nervig. So, jetzt haben wir den zweiten Tag bald rum. Frühjahr, zweiter Tag. Und ich hoffe, wir haben auch wirklich jetzt schon ein bisschen was geschafft. Viel kann es jetzt... Ja, wobei doch, wir haben ein bisschen Reputation für unsere Dynastie gekriegt. Wir haben unser erstes Haus gebaut. Wir machen die Quest jetzt weiter. Und dann sollten wir uns was überlegen. Ah, da müssen wir mal jetzt noch hin. Denika.
Stock brauchen wir alles nicht. Ich meine, das ist schon... Ich habe beim Antesten tatsächlich das Vieltrager drin gehabt. Und da hast du halt natürlich jetzt hier alles mitnehmen können auf dem Weg. Und da hast du halt hier einfach Laufwege gespart. Also ich habe da teilweise jetzt ganz... Ich habe da einfach ganz viele Beeren mitgenommen. Oder ähnliches. Und habe die dann halt einfach klar mit 500, 600 Stück dann irgendwann gehabt. Ausreichend. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war das natürlich Zeitersparnis. Natürlich zieht es jetzt dadurch halt einfach das Spiel auch ein bisschen, wenn man es nicht so macht. Also es macht halt den Reiz einfach stärker, dass man die Dinge mitnehmen muss, die man halt unterwegs findet. Zumindest auf der Strecke, die wichtig sind und nicht irgendeine Quatschstrecke. Oh, was haben wir da jetzt? Waren wir da denn auch schon? Da waren wir doch schon, oder? Da waren wir schon, liebe Leute. Da waren wir schon. So. Speichermorchel wieder mitnehmen. Ich glaube, im Herbst kommen dann ganz viele Pilzsorten da an der Stadt. Einmal laufen im normalen. Vergiss es, oder? Ja, kann ich nichts aufsammeln. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ja, Steine wären halt immer ganz gut aufzusammeln. Weil Steine sind echt jetzt gerade noch am Anfang echt nervig zu bekommen. Aber was soll's. Ja, Beere gehen eigentlich echt gut zur Pflücke. Die werde halt irgendwann erst reif wahrscheinlich, wenn ich die jetzt als Unreife habe. Geld gäbe die halt wahrscheinlich auch nicht. Aber Gewicht haben sie auch nicht. Also, ja, es gleicht sich dann doch auch ein bisschen aus. So. Das Kaninchen haben wir jetzt. So. Ah, da haben wir es gleich geschafft. Da haben wir es gleich geschafft. Da vorne ist die City. Das ist doch gut. So. Dann wollen wir mal. Die ist jetzt immer noch die gleiche hier, die Frieda. Und die Albreda, ja, super. Jetzt gehen die da alle. Der Alvin und die Chipmunks. Falls du das. Oh, da, süß. Sind sie aber auch cool animiert. Wie da die Kinder da watscheln. Also, jetzt wir sprechen wir hier nur über ein Computerspiel, von daher finde ich es cool animiert. So, da bist du doch. Willkommen zurück. Hat hier jemand Rocken bestellt? Lass mich auf meiner Liste nach. Sind ewige Jugendweltfrieden, die völlig und endgültig Ausrottung von Mücken und Rocken. Ja. Hier, bitteschön, holde Maid. Sagt man doch so, oder damals? Also, du wusstest du, dass sie mit den Peitschen bestraft wird, wenn man einer verheiratet, was mich. Ach Gott. Ach Gott. Jei. Du bist gemein. Gab es unterwegs Probleme? Ein paar aber nichts, womit ein zu erfahrener Abenteurer. Ja, klar, ich bin ein übertriebener Abenteurer. Oh, die Würfel wirken auf jeden Fall. Also ein bisschen witzig finde ich dann die ein oder andere Story schon. Oh, 200 Münze? Ah, leck mich fett. Pitzwinger deine. Dann verabschiede ich mich. Mask als Reicher, mein Gott. Ein Traum, was hat die überhaupt für Waren? Da könnten wir jetzt mal gucken. Was können wir da verkaufen? Mehl brauchen wir jetzt als Setzling, ne? Help you. Have a good day. Was kann die hier? Henrika! What are you doing, Henrika? So. Nahrung und Vergiftung gibt's hier.
gar nichts. Ladenbrot. Na, essen wir jetzt mal. 20 Nahrung nur. Ja, ist das so. Gut. Jetzt hätten wir doch den Spaß hier. Das heißt, Fertigkeiten gibt es jetzt hier. Ja, Erfahrung erstmal auch hier wieder. Jetzt gehen wir mal in die CD, hätte ich gesagt. Ist da irgendwo mein Haus eingezeichnet? Nee. Aber es bringt mir halt hier nichts. Unighost Geschichte. Ja, ich kann ich dann auf dem Rückweg machen. Ich war entweder zu schnell oder zu langsam. Die zwei Optionen gibt es ja nur. Ja, ich gehe auf den direkten Weg hin, komm. Sonst geizen wir noch drum. Könnte man noch mit irgendwelchen Tieren wieder Probleme kriegen. Ich müsste eigentlich auf den Weg hier kommen. Komme ich eigentlich bei meinem Haus vorbei? So, Gänseblümchen mitnehmen. Ganze Quatsch mitnehmen. Löwenzahn. Na gut, bringt alles, was wir mal Leben verlieren. Können wir es bestimmt alles brauchen. Ich weiß noch nicht mehr genau, welche Pflanze das waren. Die eine heilende Wirkung haben. Können wir noch nachgucken, oder? Plus 2 Gesundheit. Plus 2 Gesundheit, weniger Wasser. 3 Gesundheit, Ausdauerverbrauch. Ja, ein Trinkschlauch wäre eigentlich noch ganz cool. Haben wir irgendwas, was Wasser? Also. Getränk. Plus drei. Ah. Ist zu teuer, um es eigentlich jetzt auf Wasser zu trinken. Bringt mir alles nichts. Naja. Müssen wir da halt mal schön an dem Fluss was trinken, wenn das irgendwie machbar ist. Weil sonst werden wir hier drauf gehen. Also, ah gut, ich war unten, ich bin selber schuld. Man hätte jetzt da einfach das Hunde wieder im Wasser trinken können. Ich hätte da wieder Strom mit einpacken können. Das könnte ich jetzt nachher mal machen bei Unigos Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie ich da, ob ich da oben an dem See auch noch das Zeug finde. Ah, jetzt müssen wir sehen. So, jetzt haben wir gleich wieder keine Ausdauer. Jetzt gucken wir mal, wo stehen wir hier? Ja, auf dem Weg zum Weg. Ah, da ist ein Elch. Oh, das hört sich schon ein Wolf. Ah, fuck. Die bauen wir zwar später mal. Immer richtig unterwegs. So, weiter geht's. Ja, sind wir gleich da. Da ist keiner hinter uns. Glück gehabt. Ah, eigentlich immer schön auf dem Weg entlang. Weil dann haben wir vielleicht das Glück, dass die Karre da wieder links und rechts liegen, wo wir irgendwas abstauben können. Das sind sie wiederum ganz cool gemacht, dass man da Dinge finden kann. Aber wer weiß, was man denn da eigentlich alles finden kann.
Kann man das nur bei Tag? Ist die bei Nacht verschwunden, die Kerre, oder? Das sieht irgendwie fast so aus, gell? Fast so aus. Ach, Fahrrad wäre jetzt blöd, wenn man eins hätte. Gab's damals halt alles nicht. So. Sag mir doch, wo ist die Quest hier drin? Die ist im Häuschen. Dagobert. Au. Jetzt kann ich die nicht nehmen, weil es Nacht ist. Ach, hör auf. Konrad. 30. Hallo. Have a good day. Habt eure Mädelsklasse. Greetings, Stranger. Goodbye. Jo. Haben wir es doch anders. Man kann doch hier irgendwie. Wo war das? Lagerfeuer. Ein Stück. Machen wir mal ein paar Stücke. Sollten wir vielleicht in Richtung Holz gehen. So, jetzt aber. Feuer anzünden. Verwenden. Dauert es wahrscheinlich Ewigkeit, ja. Wenn man gebratenes Fleisch oder was zu essen. Wir brauchen eigentlich nichts, ne? Wenn man es hinlege, das bringt uns halt rein gar nichts. Machen wir jetzt mal. So. 7 Uhr. Dann gehen wir wieder zurück. Gucken wir mal, ob man die Quests jetzt hier an der Stadt kriege. Da latschen sie wahrscheinlich die zwei. Mathilda. Steigen Mannes. Ja, der Vorrest ist erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, was ich da machen muss. Münder füttern. Ah, Fleisch, okay. Hello, Traveler. Wir kaufen noch das Geld, um die Steuern zu bezahlen. Das ist eine ziemliche Summe, ne? Ich kann dir doch Geld geben. So geht's los. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo können wir denn hier was jagen. Ah, sind sie eigentlich am leichtesten oder die komischen Vögel? Greetings, Stranger. Was bist du für eine? Fällt aber schon ein wenig. Eine natürliche Begabung. See you soon. Kinga. Ah, super. So.
dich haben wir schon mal. Okay, kriegen wir da Fleisch raus. Mal gucken, wie viel. Oh ja, sogar richtig viel. Saubere Sache, würde ich da mal sagen. Kein Messer mehr. Stock und Stein, ach leck. Das nervt jetzt ein bisschen. Und dreckig bin ich auch, da müssen wir mal demnächst waschen wieder, Kerle. So, ist jetzt am Arsch, kann ich die jetzt nicht mehr nehmen? Doch, geht. Krähe. Ah, der andere Typ will Kohle, das macht zu dem Zeitpunkt keinen Sinn, würde ich mal sagen. Weil wenn ich jetzt, ja, vergiss es, wenn ich das irgendwie unterstütze, fällt es mir vielleicht nachher. Und natürlich könnte ich da ihm jetzt was entbehren, ich kenne es aber nicht. Ich weiß nochmal, verliert Reputation. Wenn man Quests nicht fertig bekommt. Und das wäre einfach schade. Also, wo ist sie denn jetzt? Da drin. Da drin dann. Oh ja. 25. Naja, okay. Zeig mir deine Waren. Was haben die denn? Oh, und okay, das ist tough teuer. Trinkschlausch, Apfelzitrone. Okay. Hallo. Goodbye. 30 ist zu alt. Die ist zu alt, die Gude. Kinder. Also die ist im Kuhdorf hier. Gibt es jetzt halt irgendwie. Ja, dann gehen wir jetzt zurück. 900 Meter, ey, tough. Tougher Scheiß. Laufen wir mal am Haus vorbei. So. Aber nee, da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Lassen wir es jetzt hier an diesem Punkt gut sein. Von daher, schön, dass ihr wieder dabei wart. Passt auf euch auf. Gerne ein Gefällt mir da lassen für die nächsten Folgen. Ansonsten, bis bald. Macht's gut. Euer Seppel.